Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit einigen Tagen haben wir die Aktion Solidarität gewinnt, Transformation fair gestalten mit der IG Metall gemeinsam gestartet. Was wir wollen ist, dass wir aufmerksam machen, dass wir an unseren Standorten eine Zukunft haben wollen, dass wir in dieser schwierigen Transformation, die auf uns zukommt, zum Schluss nicht abgehängt werden, dass wir am Ende genügend Arbeitsplätze haben, dass wir gute Arbeitsplätze haben, dass investiert wird in neue Produkte, dass aber auch investiert wird in herkömmliche Bereiche, die noch über eine lange Zeit Beschäftigung sichern können. Wir kriegen da im Moment nichts geschenkt. Wir müssen zusammenstehen, müssen uns zeigen, müssen aufmerksam machen, dass es so, wie sich der Vorstand im Moment vorstellt, nicht weitergeht. Wir haben deswegen jetzt an allen Standorten Aktionen geplant. Die Aktionswoche startet am 23.11. Wir werden auch hier in Gaggenau deutlich machen, dass wir für uns in Gaggenau genauso Beschäftigung brauchen wie in anderen Standorten. Wir machen das in einer Postkartenaktion. Wir werden diese Postkarten auch dem Vorstand überreichen. Das ist, um deutlich zu machen, dass wir das nicht einfach so akzeptieren wollen. Kolleginnen und Kollegen, es geht um uns, es geht um euch, es geht um unsere Arbeitsplätze, es geht um eure Arbeitsplätze, es geht um die Zukunft dieses Standortes. Deswegen steht zusammen. Wir brauchen euch alle. Wir müssen uns deutlich zeigen, Kolleginnen und Kollegen, nur dann sind wir in der Lage, bestimmte Dinge, die auch positiv für uns in der Zukunft sind, zu erreichen.